Christoph, was für eine Überraschung. Ach, Charlie. Ja, die Welt ist klein, nicht wahr? Ja, Frau Michels, Frau Schneider. Ja, und wie mache ich das? Sand, Zement, Wasser. Schnapp dir eine Schippe und beweg dich. Sag mir die Wahrheit. Ja, es stimmt. Sie ist recht hübsch und noch ziemlich jung. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe einfach Angst, dass du mich dann nicht mehr... Nicht mehr was? Du wirst mich nicht verlieren. Das wird nie passieren. Was sagst du jetzt? So schnell wirst du mich nicht los. Ich will dich nicht verlieren. Dafür habe ich dich viel zu lieb. Wir haben doch schon so viel durchgemacht. Was soll uns noch auseinanderbringen? Wir werden uns kaum noch sehen. Ich verspreche dir, ich besuche dich so oft ich kann. Wir zwei, wir gehören doch einfach zusammen. Nicht mehr lange. Sei doch nicht so stur. Das ist die Chance für mich. Du kannst doch nicht erwarten, dass ich die einfach so aufgebe. Doch. Wenn du mich wirklich gern hast, dann kann ich das erwarten. Und ich möchte auch nicht, dass du dich vor anderen Leuten zum Idioten machst. Aber ich mache mich nicht zum Idioten. Ich versuche einfach nur schnell zu Geld zu kommen, um mich irgendwann mal selbstständig machen zu können. Du träumst doch. Womit willst du dich denn selbstständig machen? Da musst du dir keine Gedanken machen. Mach ich nicht, das wird ja sowieso nicht stattfinden. Das wird stattfinden. Das ist genau der Punkt. Dass du Angst davor hast, dass ich mein eigenes Leben aufbaue und dass du dann... Ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Natürlich stimmt das. Sei doch mal endlich ehrlich mit dir selbst. Du bleibst also dabei? Allerdings. Ich werde Model, finde ich damit ab. Oder... Kannst du mir bitte mal die Tomaten reichen? Ja. Danke. Guten Abend zusammen. Hallo. Hallo. Komm wieder so spät. Ja, eine Menge Arbeit, aber halb so wild. Na, wie läuft's mit den Kollegen? Die hat Anna bald alle fest im Griff. Schön wär's. Einmal hat sie jedenfalls schon das Herz gebrochen. Ja? Ja. Wer ist es denn? Den süßen Azubi hat's erwischt. Jochen, nein! Glaub ihr kein Wort. Er ist nur ein bisschen netter zu mir als die anderen. Das ist alles. Na, du lange erstmal Tüti zu. Was möchtest du denn? Ja. Egal, Hauptsache es macht groß und stark. Willst du was trinken? Nimm mir. Gibt's eigentlich bei den Diebstählen schon was Neues? Nichts. Was denn für Diebstähle? Ach, in der Firma geht zurzeit der Klau um. Wenn das so weitergeht, haben wir bald keine Werkzeuge mehr. Ich weiß ja nicht, ob das was zu bedeuten hat, aber... Hast du was gesehen? Ja, eben, als ich mich im Bauwagen umgezogen habe, da ist mir eine Tasche umgekippt. Und? Da war jede Menge Werkzeug drin. Was für Werkzeug? Keine Ahnung, so Sachen zum Vermessen oder so. Das muss aber nicht unbedingt was heißen. Also es gibt genügend Leute, die ihr eigenes Werkzeug mit haben. Da waren aber mehrere Werkzeuge von derselben Sorte und die sahen alle ganz neu aus. Wessen Tasche war es? Keine Ahnung. Wenn dir nochmal was auffällt, kommst du sofort zu mir, ja? Und Anna, spiel nicht die Detektivin. Manchmal geht sowas ins Auge. Keine Angst, ich pass schon auf. Ja, geht klar. Wir sprechen uns nochmal ab. Und nochmals vielen Dank. Bis später. Guten Morgen. Es geht doch nichts über glückliche Mitarbeiter, hm? Der Tag fängt wirklich prima an. Zwei gute Nachrichten innerhalb von einer Stunde. Was gibt's denn? Barbara hat mir einen Job angeboten. Als Model für ihre neue Sportswear-Kollektion. Sieh mal einer an. Deine Karriere wird ja immer steiler nach oben. Nicht mal Henning legt mir Steine in den Weg. Ich habe gerade mit ihm telefoniert, wegen eines freien Tages, für die Kollektion. Und, was meint er? Tja,
Du, ich war völlig verwundert. Er gibt mir tatsächlich frei. Ohne Probleme. Siehst du? Auch Henning kann nett sein. Wenn er will. Ab und zu jedenfalls. Guten Morgen. Henning. Hast du meine Sachen mitgebracht? Ja, ja, klar. Der Koffer wird dir aufs Zimmer gebracht. Ich verstehe nur nicht, warum du den halben Kleiderschrank brauchst, wenn du sowieso den ganzen Tag im Badeanzug rumhängst. Soll ich mich denn so ins Restaurant setzen? Neun Mann finde ich diesen Aufzug auch nicht. Dann zieh das Ding noch ganz aus. Ich habe noch keinen gesehen, für den sich der Aufwand hier lohnen würde. Ja, du hast Sorgen. Und ich weiß wieder überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. Ach, bloß nicht wieder deine kleine Kellnerfreundin. Ich rede von Avatex. Ich komme überhaupt nicht mehr dazu, an Sophie zu denken. Ja, dann hat der ganze Stress wenigstens etwas Gutes. Nee, wirklich. Wenn es so weitergeht, habe ich mit 30 einen Herzinfarkt. Ja, was ist denn mit Jan? Ich denke, er soll dich entlasten. Jan? Der hat andere Dinge im Kopf. Aha, ist er wieder mal frisch verliebt? Mhm, in sein Spiegelbild. Er will in Zukunft öfter mal frei haben für seine Termine als Star-Model. Barbara hat ihn schon wieder engagiert. Du willst ihn doch nicht für so einen Blödsinn freigeben. Barbara ist meine schärfste Konkurrentin. Das ist doch wunderbar. Ich meine, mit dem langweiligen Gesicht wird sie garantiert den Umsatz nicht steigern. Jetzt begreif doch endlich mal. Jan ist mein Sohn und mein Sohn arbeitet nicht für die Konkurrenz. Ich habe ihm schon zugesagt. Ja, dann sagst du ihm wieder ab. Wie stellst du dir das vor? Das geht nicht. Ja, bist du nun der Chef von Avatex oder nicht? Na, Anna, alles klar? Bis jetzt schon. Und bei dir? Oh Mann, du hast ja schon ganz schön Muckis gekriegt. Kein Wunder, ich muss ja auch dauernd deine Arbeit mitmachen. Ah, ich geh mich mal kurz umziehen, ja? Ja, klar, kannst dir ruhig Zeit lassen. Ja. Da hätte dein Vater mit Sicherheit was dagegen. Der wartet bestimmt schon. Ich mach so schnell ich kann. Bis gleich. Ach, Jochen? Ja? Kann ich dich mal was fragen? Wenn es nicht zu intim ist. Sag mal, hast du schon mal mitgekriegt, dass hier auf dem Bau Sachen verschwinden? Wie verschwinden? Na, dass geklaut wird. Keine Ahnung, wie kommst du da drauf? Der Chef ist stinksauer, weil zurzeit so viel verschwindet. Hat er schon einen Verdacht? Nee. Naja, weißt du, ist irgendwie ein Sport. Die meisten nehmen hier mal einen Hammer mit, da mal eine Säge oder so. Ein Sport nennst du das? Das ist doch voll normal, ey. Auf jeder Baustelle. Ist doch genug da. Leute beklauen ist für dich also völlig normal. Triff doch keinen Arm. Aber was ist das denn für ein Schwachsinn? Glaubst du, Arno kann sich das Geld selber drucken, oder was? Jetzt mach dir da mal keinen Kopf draus. Mach ich mir aber. Also für unsere Leute lege ich meine Hand ins Feuer. Ehrlich. Und du machst schon, wir sind spät dran. Morgen, Jan. Hallo. Was willst du? Schon vergessen? Ja, es geht um die Artikelnummern 107 bis 115. Können Sie da noch mal nachsehen? Ja, ich warte. Mein Urlaubsantrag, schön sauber und feinleserlich ausgefüllt. Schmeiß ihn in den Papierkorb. Was ist los? Von mir aus kannst du auch Konfetti draus machen und beim nächsten Rosenmontagszug damit schmeißen. Moment mal, das kannst du nicht machen. Und doch. Aber ich habe Barbara schon zugesagt. Dann wirst du ihr wieder absagen. Und warum fällt dir das nicht früher ein? Weil ich nicht wusste, dass so viel Arbeit auf uns zukommt. Weil du nicht alle Tassen im Schrank hast. An deiner Stelle würde ich mir ernsthaft überlegen, was mir wichtiger ist. Dieser blöde Modeljob oder die Firma. Du bist ein richtiges Arschloch. Sophie kann froh sein und drei Kreuze machen, dass sie dich endlich los ist. Wiedersehen. Vielleicht sollten wir in den Club der einsamen Herzen gehen. Selbst da werden wir dauernd an unsere Verflossenen denken. Ich denke an Henning sogar, wenn ich Aschenbecher ausleere. Und ich denke sogar an Stefan, wenn ich im OP stehe. Warum gibt's eigentlich keine Tabletten gegen Liebeskummer? Die würde ich fundweise schlucken, um alles zu vergessen. Aber so, so hocken wir hier, stopfen Kekse in uns rein und klotzen auf die Tür und warten darauf, dass sie plötzlich aufgeht. Du bist. Soll ich wieder gehen? Nein, nein, komm rein. Willst du einen Tee trinken? Nee, danke. Hallo, Gero. Hallo, Julia. Also, ein Tee? Nee, ich bin mit Nicole verabredet und die ist noch nicht da. Und da dachte ich einfach, ich komme mal vorbei. Gute Idee. Nun setz dich doch, das ist keine Verschwörung hier. Ja, aber wenn ich störe, dann kann nein, 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 dann setz dich. Ach, ich habe nur gedacht, dass es vielleicht eventuell Henning gewesen sein könnte und naja. Wollte der denn kommen? Nö, leider nicht.
Aber du hast gehofft, dass er kommt. Hätte ja sein können. Denkst du immer noch viel an ihn? Hm? Ach, das geht vorbei. Oder auch nicht. Ich werde noch mal mit dem reden. Vielleicht hockt er ja auch zu Hause. Und hofft, dass plötzlich die Tür aufgeht. Mist. Ich habe schon wieder kein Salz von zu Hause mitgebracht. Wenn man sich schon mal auf seine Mitarbeiter verlässt. Von heute an kümmerst du dich ums Essen. Und du um die Aufträge. Mahlzeit. 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 Seitdem ich hier arbeite, könnte ich Berge verdrücken. Haben Sie dich wieder Steine schleppen lassen? Nee, da habe ich sogar mal gemauert. Gibt's was Neues vom Werkzeugklau? Bis jetzt noch nicht. Und was mit der Tasche? Keine Ahnung. Ich werde mal heute Abend drauf achten, wer sie mitnimmt. Wie geht's denn Jochen? Gut. Dem ist übrigens auch nichts aufgefallen. Wieso? Hast du ihn darauf angesprochen? Ja, warum nicht? Ist was? Was? Nee, ist alles okay. Aber du hast doch irgendwas. Irgendwas geht dir doch durch den Kopf. Nein, überhaupt nicht. Sind nur die Pommes. Sind ein bisschen lasch. Hat zufällig jemand Ketchup da? Ich bekomme Bananensaft, bitte. Hi. Wartest du schon lange? Nee. Ich habe die Zeit gut genutzt. Ich war noch bei Sophie. Und wie geht's dir? Liebeskummer. Oh, die Ärmste. Und was ist es bei dir? Bei mir ist es Jan. Habe ich mir fast gedacht. Ihr habt euch wieder gestritten, stimmt's? Der meint das mit dem Modeljob echt ernst. Na und, wenn er mal nebenher ein paar Fotos macht, ist das kein Weltuntergang. Ach, Jan und Model. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, und ich will überhaupt nicht dran denken. Lass ihn doch, wenn's ihm Spaß macht. Aber er hat doch einen guten Job bei Avatex. Möchtest du vielleicht dein Leben lang bei Avatex arbeiten? Ich habe so ein komisches Gefühl. Danke. So was verändert doch das ganze Leben. Wird alles auf den Kopf gestellt. Ist doch toll, er wird viel rumkommen und wahnsinnig viel erleben. Ja, und er wird sich total verändern. Ach, Julia, du redest doch dummes Zeug. Jan bleibt, wie er ist, mach dir da mal keine Sorgen. Ich habe aber Angst. Wovor denn? Dass ihr euch nicht mehr so oft seht? Ich habe Angst, dass ich ihn für immer verliere. Wie meinst du das, für immer verliere? Als Bruder. Julia, mir brauchst du doch nichts mehr vormachen. Weißt du, was dir an Jans neuem Job nicht passt? Dass er ständig mit hübschen Mädchen zusammen sein wird, die nicht die Finger von ihm lassen, das passt dir nicht. Ach, du redest doch Quatsch. Guck mal. Kennst du den? Ja, warum? Na, die Tasche. Was ist damit? Ja, da sind bestimmt geklaute Sachen drin. Ach, du spinnst doch. Ja, und warum hat er sich dann ebenso nach allen Seiten umgeschaut? Wohin soll er denn sonst gucken? Also, ich find's jedenfalls komisch. Anna, was soll das? Hat der Chef die vielleicht reingeschlossen, um rumzuschnüffeln oder was? Das ist doch ein Schuss. Warum steigerst du dich dann so rein? Ja, weil ich eben genau weiß, dass hier geklaut wird. Das kann uns doch egal sein. Pass mal auf. Ja klar, du musst es ja auch nicht zahlen. Hör mal, du bist jetzt mal der Spezi vom Chef. Ich kann doch nicht einfach so tun, als ob ich überhaupt nichts mitkriegen würde. Okay, stell dir mal vor, du erwischst tatsächlich einen beim Clown. Rein zufällig. Und? Was dann? Ja, blöde Frage. Scheiße. Ja, du würdest den Typen wahrscheinlich auch noch decken. Klar. Gib's doch zu. Ihr steckt doch alle unter einer Decke. Ich hätte es jetzt besser nicht gesagt. Ach, Frauen auf dem Bau. Es gibt doch bloß Ärger. Ach, es gibt doch nichts Schöneres, als anderen Menschen bei der Arbeit zuzugucken. Hat nicht jeder so einen lauen Job wie du? Ich könnte dir ja helfen. Ich bin nämlich schon fertig mit meinem Job. Du kannst ja ein paar Fotos davon machen. Milieustudien. Warum hilft dir niemand aus der Firma?
Meine Mitarbeiter rennen lieber wie Hampelmänner den Laufsteg rauf und runter. Avatex ist ihnen total egal. Du redest von Jan? Kluges Mädchen. Barbara hat ihn schon wieder engagiert. Und er will von mir tatsächlich frei haben, damit er seine blöde Visage in die Kamera halten kann. Aber ich weiß ja, aber das kann er sich ganz schnell abschminken. Heißt das, du gibst ihm nicht frei? Natürlich nicht. Jan hat verdammt noch mal einen Job bei mir. Aha. Siehst du, Jan, es bleibt alles an mir hängen. Und dazu kommt noch die Sache mit Sophie. Was soll das jetzt? Es liegt doch nicht an Avatex, dass du so mies drauf bist. Kannst du dir eigentlich auch vorstellen, dass andere Leute ein bisschen mehr zu tun haben, als den Tag über ein paar Fotos zu schießen und über einen Laufsteg zu wackeln? Henning, mach mir doch nichts vor. Du guckst die ganze Zeit in die Akten und die ganze Zeit denkst du an Sophie. Sie fehlt dir. Du ihr auch. Woher willst du denn das wissen? Ich war vorhin bei ihr. Geh noch mal hin und rede mit ihr. Ich denke, du liebst sie. Tja, wenn man das immer so genau wüsste. Sag mal, was ist denn mit dir los? Ach, außerdem sie und Clarissa. Ach, was hat denn bitte Clarissa damit zu tun? Sophie will, dass ich mich entscheide. Entweder sie oder Clarissa. Und da zögerst du noch. Hör mal zu, ich lass mich nicht erpressen. Auch nicht von Sophie. Außerdem, was ist das für eine Wahl? Clarissa ist meine Mutter. Ja, und was für eine? Ach komm, vergiss es. Neue Ideen? Schön wär's. Im Moment kritzel ich nur so vor mich hin. Ich geh schon. Ich bin nicht da, ich muss mich konzentrieren. Hallo Jan. Hi. Ist Barbara da? Eigentlich nicht, aber für dich macht's bestimmt eine Ausnahme. Ist sie im Stress? Im Moment kritzelt sie nur ein bisschen rum. Aber du als ihre neue Muse wirst sie sicher inspirieren. Verarschen kann ich mich allein. Hallo Jan. Barbara. Ich wollte mich nochmal bedanken. Oh, ja. Mensch, das war aber wirklich nicht nötig, danke. Ach doch, doch, du hast mich ja schon das zweite Mal gebucht. Du hast den ersten Job so toll gemacht, da konnte ich gar nicht anders. Ich wollte dich mal was fragen. Ja? Ich brauche so schnell wie möglich eine Setkarte. Frag doch Julia, die macht das bestimmt. Nee, die hat darauf keine Lust. Wieso denn nicht? Es geht auch ohne Julia. Ich kenne da jemand, der ist sehr gut und kostet nicht viel. Wo ist mein Adressbuch? Mein Adressbuch, das lag vorhin nach oben. Ich rufe gleich mal an. Ja, bloß keine Umstände. Aber was? Der ist mir ohnehin gefallen, schuldig. Sag mal, hat Julia denn nicht gesagt, warum sie die Fotos nicht machen will? Es passt dir einfach nicht, dass ich jetzt anfange zu modeln. Warum denn nicht? Keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. Ich kann mir schon denken, warum. Ich glaube, sie ist eifersüchtig. Eifersüchtig? Naja, all die 1,80 Meter großen, langbeinigen Gazellen, die dann um dich rumschwirren. Ach, so ein Quatsch. Das glaube ich nicht. Du wirst schon sehen. Hey, Jan. Hi. Hast du es dir nochmal durch den Kopf gehen lassen? Was? Dein Auftritt heute Morgen. Also, wenn sich jemand zu entschuldigen hat, dann bist du das. Werd nicht unverschämt, ja? Ich wüsste nicht, wofür ich mich entschuldigen sollte. Für dein kindisches Getue. Erst machst du mir eine Zusage über die paar Tage und dann ein paar Stunden später wieder ein Rückzug. Nicht ohne Grund. Ja, den Grund kenne ich. Du bist neidisch. Jetzt reicht's aber. Übrigens, ich bin dein Chef. Gut, dass du mich dran erinnerst. Schlimm genug, dass ich's überhaupt muss. Auf jeden Fall werde ich die Fotos für Barbara machen. Auch ohne deine Zustimmung. Die kannst du dir sonst reinstecken. Ist dir klar, was das für deine Zukunft bedeutet? Willst du mir drohen? Aber deine Mutter meint auch, du solltest dich... Was hat denn Clarissa damit zu tun? Also bekomme ich jetzt meinen Urlaub oder nicht? Nein! Okay, dann nehme ich ihn mir eben. Das wirst du nicht. Worauf du deinen arroganten Arsch verwerten kannst. Wenn du an diesen Tagen fehlst, dann bist du entlassen, fristlos. Tja, dann wäre wohl alles gesagt. Julia, es tut mir leid, aber das muss jetzt mal geklärt werden. Du hast es nicht anders gewollt. Du offensichtlich auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.
Jan ist unentbehrlich, dass ich nicht lache. Du gibst ihm doch sowieso nur die Idiotenjobs, zu denen du selber keine Lust hast. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Du willst ihm nur zeigen, wer hier der Boss ist. Ach komm, sowas habe ich nicht nötig. Ja, offensichtlich schon. Was regst du dich eigentlich so auf? Ich denke, du willst auch nicht, dass Jan als Model arbeitet. Aber bei mir ist das doch was ganz anderes. Ich versuche ihn zu überzeugen, nicht zu erpressen. Natürlich, bei dir ist das wieder ganz was anderes. Ja, ist es auch. Ich plappere nämlich nicht das alles nach, was Clarissa mir vorsagt. Ich wollte ihm ja freigeben. Aber da wusste ich auch nicht, dass Clarissa was dagegen hat, hm? Die hat doch nur Schiss, dass Barbara mit Jan als Model erfolgreicher ist als sie. Na, das ist wohl eher unwahrscheinlich. Sie hat kein Recht, ihm reinzupfuschen. Na, dann sag's ihr doch selber und nicht mir. Wie wär's denn, wenn du mal wieder anfängst, selbstständig zu denken? Ich hab jedenfalls nicht vergessen, wem ich meinen Job zu verdanken habe. Ach so. Und da machst du fleißig Männchen und lässt dich für alle miesen Tricks von ihr benutzen. Wahrscheinlich bist du auch noch stolz drauf. Puh, boah, ich muss hier raus. Wieso denn so plötzlich? Weil mir schlecht wird, wenn ich dich sehe. Sophie hat schon recht, dass sie dir nicht mehr traut. Was hat Sophie damit zu tun? Gott sei Dank nichts mehr. Aber ich hätte auch keine Lust, mit einer Marionette von Clarissa zusammen zu sein. Geh mir aus dem Weg. Jetzt lass mich endlich fahren, verdammt nochmal. Was willst du machen? Nichts. Nur erzählen, was ich gesehen habe. Ach, ich hab gedacht, du bist in Ordnung. Ja, das habe ich von dir auch gedacht. Du hast doch gewusst, dass dein Vater klaut. Ja, schon, aber ich kann ihn doch nicht verpfeifen. Ich brauche auch 1 Million und raub deswegen keine Bank aus. Meinst du, sein Lohn reicht aus, um einigermaßen über die Runden zu kommen? Was ist das denn für ein Blödsinn? Hat dir das dein Vater erzählt? Ja, Gott nochmal. Er braucht das Zeug für die Baustelle nach Feierabend. Das wird ja immer schöner. Du darfst ihn nicht verpfeifen. Bitte, Anna. Er ist ein Dieb. Anna, bitte. Wenn du ihn verpfeifst, dann ist er sein Job los. Das hätte er sich vorher überlegen müssen. Und ich? Und ich kann da mein Studium abhaken. Wenn du ihn verpfeifst und er arbeitslos wird, dann ist alles aus. Dann komme ich ja mein Leben lang nicht mehr weg. Ja toll, und was soll ich jetzt Arno sagen? Oh, weiß ich nicht. Aber bitte, lass mich nicht hängen. Anna, ich habe dir doch auch geholfen. Anna, bitte, du magst mich doch. Wenn du mich jetzt hängen lässt, dann machst du alles kaputt. Bitte sag nichts.